Wieder Nikos Apartment. Ich habe herausgefunden, wozu der Kelch war. Du hast das Rätsel gelöst? Ja, es gab ein verzerrtes Bild auf dem Gelände von Baphomet. Als ich es in der polierten Oberfläche des Kelches betrachtete, veränderte es sich. Was war zu sehen? Ein Bild von einer Kirche mit eckigem Turm. Ja, toll! Schau dir den Kelch jetzt mal an, Nico. Was ist passiert? Er glänzt ja richtig. Ein Priester in Montfaucon hat ihn für mich poliert. Das ist unglaublich. Ja, sieht aus wie neu. Nein, dass du herausgefunden hast, wozu Priester zu gebrauchen sind, das ist unglaublich. Ja, das war's jetzt. Wo muss ich jetzt hin? Kann man mir das mal bitte verraten? Ich glaube, ich werde den Kelch besser der Gräfin zurückgeben. Beeil dich, George. Ja, der gehört ja auch ihr. Dann wieder nach Spanien, würde ich sagen. Hab eigentlich gedacht, dass wir den Ort für immer verlassen haben, aber scheinbar nicht. Einige Stunden später. Ah, Spanien. Hola, hola, aquí. Da sind wir wieder. Der Gärtner ist immer noch dabei, den Rasen zu wässern, wenn ich das da im Augenwinkel sehen kann. Und er mag uns bestimmt immer noch nicht. Lopez, ein Mann und sein Schlauch. Ja, ein Mann, ein Schlauch, ein Wort. Hallo Lopez, was macht die Kunst? Señor Stobart, wie schön Sie zu sehen. Geht es Ihnen gut? Prima, danke. Ist die Gräfin da? Sie wartet auf Sie. Ich bringe Sie rauf. Ist schon gut, ich kenne den Weg. Señor Stobart, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Entschuldigung. Nein, tun Sie nicht. Ich war unhöflich bei unserem ersten Zusammentreffen. Hören Sie, Lopez, vergessen Sie das ganz einfach. Ich bin hier ja auch reingeschneit wie ein Zeuge Jehovas. Ich hätte mir an Ihrer Stelle auch nicht vertraut. Sie verstehen nicht. Der Fund des Kelches hat meiner Herrin ein ganz neues Leben geschenkt. Es ist ein Wunder. Sie lächelt, sie lacht. Die Kaufleute denken schon, sie sei dem Prozack verfallen. Ach, das finde ich wirklich schön. Die Gräfin hat also das Gefühl, dass der Fluch von ihrer Familie genommen wurde. So direkt würde ich das nicht sagen. Ihre Entdeckung des Kelches ist der Beweis, dass die Tempelritter die De Vasconcellos nie im Stich gelassen haben. Das bedeutet meiner Herrin sehr viel. Kennen Sie die Geschichte von dem verschwundenen Kelch? Man ging allgemein davon aus, dass die Häscher der Inquisition ihn gestohlen haben, als sie in Abwesenheit von Don Carlos in dessen Haus eindrangen. Natürlich haben die alles geleugnet, genau wie sie leugneten, die Kinder verschleppt zu haben. Und ebenso natürlich glaubte ihnen niemand. Aber Sie haben doch die Wahrheit gesagt. Der Kelch war gut vor Ihnen versteckt worden. Und Sie glauben nicht, dass Sie auch in Bezug auf die Kinder die Wahrheit gesagt haben? Madre Dios, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Aber was ist dann mit Ihnen passiert? Ich weiß es nicht. Wenn die Inquisition Sie nicht mitgenommen hat, wer dann? Sie müssen mit meiner Herrin darüber sprechen. Verlassen Sie sich drauf. Na gut, dann wollen wir doch mal sofort zur Herrin eilen. Bis später, Lopez. Adios, Señor Stobart. Finde ich schön, dass der Lopez, der alte Grießkram, mir jetzt auch vertraut und mich mag, weil ich seine Gräfin wieder zum Lachen gebracht habe. Ach, ist das ein schönes Gefühl. Eine alte, einsame Frau wieder ein Stückchen Leben zurückzugeben. So, wo ist sie denn? Was haben wir denn hier? Oh, wir können Spiegel mitnehmen. Warum auch immer ich das machen sollte. Ich tue es einfach mal. Ein bisschen Diebstahl schadet nie. Ein kleiner Spiegel hängt über dem Becken. Nehmen wir mit, ne? Und dann gehen wir hoch. Guten Tag. Ach, Señor Stobart, was für eine Freude. Bitte setzen Sie sich. Hallo, Frau Gräfin. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bringe Ihnen den Kelch zurück. Oh, Sie haben ihn gereinigt. Ja, da war dieser hilfsbereite Priester mit dem weichen Lappen. Haben Sie das Rätsel der Tempelritter gelöst? Nein, noch nicht. Ich weiß noch nicht einmal genau, was ich eigentlich suche. Es gibt viele Geschichten über Tempelritter, die große Reichtümer heimlich beiseite schaffen. Was auch immer. Alles, was ich weiß, ist, dass ich es nicht den Bösen überlassen will.
Ach, noch einmal jung zu sein und in einer Welt mit absoluten Moralbegriffen zu leben. Ja. Ich habe etwas Erstaunliches mit Hilfe dieses Kelches entdeckt. In Paris habe ich eine Kirche gefunden, in der man das Wappen erkannte. Ich habe dort das Grab von Don Carlos de Vasconcelos gefunden. Sind Sie sicher? Kann es sich nicht um einen Irrtum handeln? Das Wappen auf dem Kelch stimmt mit dem auf dem Grab überein. Unglaublich. Ihnen gebührt mein zutiefst empfundener Dank. Ich muss so schnell wie möglich dorthin. Klar, ich wäre glücklich, Ihnen die Stadt zeigen zu dürfen. Ich habe noch etwas entdeckt, das in den Sarkophag von Don Carlos geschnitzt war. Biblische Stellenangaben. Was für Zitatstellen, Senior Stoppard? Psalmen 32,7, Korinther... Ich bin nicht bewandert genug in der Bibel, um Kapitel und Vers auswendig zuordnen zu können. Was ich meinte war, wie lauten die Zitate? Das habe ich doch glatt zu fragen vergessen. Ja, da müssen wir uns erstmal die Bibel besorgen. Da ist auch immer noch das Rätsel um die fehlende Schachfigur. Ich glaube nicht, dass sie jemals wiedergefunden wird, solange nicht das Schicksal der Kinder aufgeklärt wird. Man hatte die Inquisition in Verdacht, den Kelch und die Kinder mitgenommen zu haben, stimmt's? Wir wissen jetzt, dass sie das erste dieser Verbrechen nicht begangen hat. Was wäre, wenn... sie die Kinder auch nicht verschleppt hätte? Was ist dann mit ihnen passiert? Die Inquisition hat zugegeben, Don Carlos Diener getötet zu haben. Diesem Diener war befohlen worden, die Kinder unter allen Umständen zu retten, richtig? Das ist korrekt. Ich vermute, er hat sie und den Kelch versteckt, als er vom Besuch der Inquisition Wind bekam. Nachdem er tot war und die Trauer Don Carlos in den Wahnsinn getrieben hatte, war niemand mehr übrig, der das Geheimnis kannte. Sie wissen natürlich, was das bedeutet, nicht wahr? Ich fürchte ja. Die Kinder sind immer noch hier, irgendwo. Wenn das so ist, dann wundert es mich gar nicht mehr, dass die Familie der De Vasconcelos verflucht ist. Nee, wir können auch sonst nichts fragen. Ich schaue... Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ja, ja. Mi casa es su casa. Dann wollen wir doch mal gucken, ob ich... Was ist denn da hinten eigentlich? Ob ich eine Bibel finde. Ich weiß, dass ich in diesem Mausoleum... Ach ja, da waren ja die Hunde, die Lopez mir auf den Hals jagen wollte. Aber mittlerweile will er das wahrscheinlich nicht mehr. Er mag mich ja jetzt. Bin ich auch ganz froh drum. Zum Mausoleum wollte ich zurückgehen, denn dort habe ich ja eventuell eine Bibel. Ich meine, da war doch so ein Buch und das könnte ja eventuell die Bibel gewesen sein. Ich hoffe, das Ding ist offen. Es ist sogar noch offen, ist das schön. So, und hier haben wir natürlich auch eine Bibel. Die Schachfiguren sind weggelegt und die Bibel wieder auf ihren Ruheplatz gelegt worden. Die Kerzen sind angezündet, wohl die Art der Gräfin, ihren Vorfahren zu danken. Dann nehmen wir die Bibel mal mit. Und ansonsten... Von der Decke hängt eine große, vergilbte Kerze. Sie sieht sehr alt aus und ist nie angezündet worden. Kann ich das Fenster ja auch wieder zumachen? Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Das bist du auch definitiv, Georgie Boy. Boy George. So, hoffentlich kann die Dame uns dann weiterhelfen. Finde ich aber schön, wie sie jetzt wieder aufblüht. Das kann ich nicht oft genug betonen. Ist ganz gut geschrieben gewesen. Man hat am Anfang nämlich wirklich gemerkt, dass sie so ein bisschen verbittert war. So, wieder hoch. So, ich hab eine Bibel aufgetrieben. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. Hier ist die Bibel aus dem Mausoleum. Ich hätte gern Tee. In Ordnung. Fangen wir an. Die erste Bibelstelle. Psalmen 32, 7. Du bist mein Versteck. Du rettest mich vor Ärger, mein Versteck. Schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht zu hoch. Das kann uns ebenso gut nur zu dem Versteck führen, wo wir den Kelch gefunden haben. Sie haben natürlich recht. Das nächste Zitat. Okay, Johannes 4, 11. Johannes 4, 11, hier. Der Brunnen ist tief. Das nächste, schnell. Okay, okay. Korinther 4, 5. Hier ist es. Wird bringen ans Licht die verborgenen Dinge. Noch welche? Nur noch eins. Nochmal Psalmen 22, 21. Errette mich vor dem Maul des Löwen,
denn du hast mich erhört unter den Hörnern der Einhörner. Das Letzte ist verwirrend. Löwen, Einhörner? Was bedeutet das? Ich kann es nicht mal raten. Die Kernpunkte scheinen aber das Versteck und der tiefe Brunnen zu sein. Aber ein Mausoleum ist in keinem Sinn des Wortes ein Brunnen, Senior Stoppard. Gibt es denn einen Brunnen auf dem Anwesen? Ich weiß es nicht. Ich schätze, es muss mal einen gegeben haben. In früheren Zeiten. Lopez ist der Mann, der sich mit allem auskennt, was mit dem Haus zu tun hat. Den müssen Sie danach fragen. Das werden wir prompt erledigen. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Na gut. Sie schaut sich weiter ihr Schachspiel an. Das scheint auch eine besonders spannende Tätigkeit zu sein. Besser als Fernsehen. Und wir fragen derweil mal Lopez, ob es hier einen Brunnen gibt. Und wenn er auch ausgetrocknet ist, umso besser, dann können wir vielleicht hinabsteigen. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie müssen doch eigentlich alles über dieses Anwesen wissen, was es zu wissen gibt. Sie. Ich habe mein ganzes Leben hier im Dienste der De Vasconcellos verbracht. Wissen Sie etwas von einem Brunnen hier? Ein Brunnen? Sie, Senor, das hier war mal eine befestigte Villa. Und wie soll man eine Belagerung ohne Wasser durchhalten? Großartig, wo ist er? Woher soll ich das wissen? Der Brunnen wurde im vorigen Jahrhundert verschlossen. Er war gefährlich. Und Sie haben keine Ahnung, wo er war? Keine. Er wurde sogar noch vor der Zeit meines Großvaters versiegelt. Das ist natürlich scheiße. Aber Sie müssen doch eine vage Ahnung haben, wo er war. Er muss im Innenhof des alten Hauses gewesen sein. Das wäre etwa hier. Hier? Okay. Wie können wir ihn finden? Es könnte einen Weg geben. Lassen Sie mich nachdenken. Ja, dann denk mal bitte schneller. Schon irgendwelche Ideen? Noch nicht so direkt, Senor Stobart. Ich muss noch etwas mehr darüber nachdenken. Schon irgendwelche Ideen? Noch nicht. Ach Mensch. Bis später. Adieu. Ob der wohl auch mit dieser Sängerin verwandt ist? Wie heißt die noch? Jennifer Lopez? Heißt die Jennifer mit Vornamen? Ja, wie wollen wir denn jetzt einen Brunnen finden? Vielleicht so eine Art Wünschelrute? Komm mal rein. Ob wir da irgendwas mitnehmen können, was vielleicht von Interesse ist? Oder nur den Schlauch? Nur ein kleiner Nebenraum, ohne Ausgang. Wenn man das Fenster nicht zählt, was ich nicht tue. Das hilft also schon mal nicht. Was soll ich tun? Ich kann den Schlauch auch nochmal abmachen. Einfach nur um Lopez zu ärgern. Der guten alten Zeiten willen. Wo wir uns gerauft haben wie kleine Teenager. Mir widerstrebt der Gedanke, 30 Meter Gartenschlauch mit mir herumzuschleppen. Ja, wir wollen ihn auch nicht ärgern. Da haben wir noch Fenster. Wir gucken uns einfach mal alles an und fragen gleich nochmal Lopez, ob der jetzt einen zündenden Gedanken hat. Hoffen wir es mal. So, schneller, George. Der Hauptteil des Hauses ist schon alt, aber nicht so alt wie der Schloss. Das hatten wir ja schon mal, das hilft uns nicht weiter. So, komm, Lopez, hast du einen Plan? Du musst einen Plan haben, Mann. Ich weiß sonst nicht weiter. Ich brauche einen Brunnen. Hallo, Lopez, haben Sie... Aber sicher. Schon irgendwelche... Noch nicht so direkt. Aha. Ich habe mir Ihren Spiegel ausgeborgt, das stört Sie doch hoffentlich nicht. Nein, Senor. Wenn Sie glauben, dass er Ihnen helfen kann... Ja, wüsste ich jetzt nicht, aber... Bis spät. Adi. Ja, was sollen wir denn machen? Ist hier noch irgendwas? Wir können noch mal zum Mausoleum gehen. Das werden wir auch tun. Tun ließ tun. Tu. Hier geht's auch noch wieder zurück. Da sehen wir das wunderschöne Meer. Und hier ist der Eingang. Habe ich da in der Ecke vielleicht was übersehen? Unser George beherrscht es übrigens nicht zu laufen. Er kann nur in langsamem Gehtempo sich fortbewegen. Das ist halt so. Das, da muss man halt durch. Okay. Ja, und hier haben wir ja nicht allzu viel. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, was ich hier machen soll. Wir können ja nochmal zur Senorita gehen. Senorita Vasconcello. Und eventuell muss ich zuerst mit ihr geredet haben, bevor Lopez mir weiterhelfen kann. Vielleicht hat sie ja doch irgendwie einen zündenden Gedanken. Ich mag das Wort zündender Gedanke. Das benutze ich, glaube ich, in dieser Aufnahmesession schon des Öfteren.
Habe jetzt aber nicht mitgezählt. So. So, Madame, bitte. Helfen Sie mir. I need help. I need Hallo nochmal, somebody. da. Bitte. So. Ja, das, nein. Ich schaue mich mal. Ja gut, dann mache ich erstmal gleich Schluss, glaube ich, mit der Aufnahmesession. Und dann werden wir im nächsten Part weiter grübeln. Beziehungsweise in der nächsten Aufnahmesession. Weil jetzt habe ich dann erstmal die Schnauze voll. So, Lopez, einmal frage ich dich noch und dann ist Feierabend. Hallo Lopez. Aber Schon irgendwelche Ideen? noch nicht so direkt. Ja, super. Bis spät. Adi? Naja, ich würde sagen, wir machen uns selber unsere Gedanken und dann in der nächsten Aufnahmesession geht's dann weiter. Bis dahin, alles Gute, euer Akkus, auf Wiedersehen, tschüssikowski.